So, Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und so. Da bin ich wieder. Ja, hoffentlich auch. So, noch mehr rasendes Kaltblut. Vorsicht vor Basis, darum Zeit für Projektile. Ah ja, da unten ist so eine dicke Schlange mal wieder. Also was ich in dieser Folge und in der letzten Folge dieser Aufnahme gerne schaffen würde, ist der nächste Shortcut. Das müsste aber eigentlich möglich sein. Wie Lizzie immer so schön sagt, es ist möglich. Obwohl die gar kein Ori mehr spielt. Oder zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Zeitpunkt der Aufnahme, Lizzie, kein Ori, ich, der traurig. Hier liegt was. Wissen des Verrückten. Ach, hier sind wir. Ajo. Die Armen, die sind schon irgendwie ein bisschen... Naja. Das sind halt, das sind glaube ich die Verwandten quasi, also die Kin, die auch schon irgendwie so weiter weiterentwickelt sind quasi. Von ihrem irdischen Dasein. Wir kommen jetzt aber irgendwie von der anderen Seite jetzt rein hier, als ich sonst immer reinkomme. Ja, ihr seid böse, ich weiß. Alter! Nimm was und lauf! Nein! Ich weiß nicht, was ich beim ersten Playthrough mit denen gemacht habe, weil da habe ich die überhaupt gar nicht wahrgenommen, Alter. Die ihr Corbion da, Mini-Version da, Piu Piu im Wald. Die Arkan-Fliegedinger machen. Ja, ich wusste nicht, ob das richtig ist, was ich gesagt habe. Diese Verwandten da. Ja, die Flabbelköpfe. Die zwei Flabbelköpfe, die da schießen. Ja. Ja eben, das habe ich nicht... Ich hätte es getan, wenn nicht ein Grabstein im Weg gewesen wäre und meine Waffe nur Pung gemacht hätte. Okay, jetzt muss ich gucken. Muss ich gucken und rennen. Ich versuche so viel, wie es geht, jetzt liegen zu lassen, weil ich habe jetzt echt keinen Nerv, die alle nochmal zu töten. Ich hoffe einfach, dass das geht. Ja. War das hier? Oh, hier liegt auf jeden Fall noch was. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber hier war ich noch nicht. Hier ist eine Zwillingsblutsteinscherbe. Oh ja, ich bin bei denen. Okay, ich bin bei denen. Die Flabbelköpfen. Und die anderen habe ich auch schon gesehen. Und da liegen meine Echos, das ist sehr schön. Jetzt überlege ich, was ich tue. Erstmal durchrennen und meine Echos holen. Ja, wo sind sie? Hab ich gerade noch liegen sehen. Ich habe sie gerade noch liegen sehen. Wo liegen sie? Ich habe nicht liegen sehen. Ich hab mich verarscht. Die liegen hier gar nicht. Du hast sie nämlich. Ich hab sie. Und meine Echos aus, ja. Linksläufige Metamorphose. Schöne Runen kriegen wir hier. So, und jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir auch in der Nähe des Shortcuts sein. Der kurzen Katze. Hier ist irgendwo eine kurze Katze. Ist nicht unsere, weil die ist immer sehr lang. Oft immer. Meistens. Wenn sie sich bequem irgendwo hingefläzt hat. Okay. So, dat. Noch so ein Flabbe, mein. Dann haben wir hier noch ein Wissen des Verrückten. Vorsicht vor Klecksding. Achso, die meinen wahrscheinlich jetzt. Okay, normalerweise, also wie gesagt, ich bin das letzte Mal, glaube ich, auch von hier gekommen.
So, und jetzt Orientierungsbird, Orientierungsbird. Eine Richtung ist Shortcut, die andere nicht. Ich glaube, die nicht. Ich glaube, das müsste Richtung Shortcut sein. Ja, das sieht gut aus. Dann holen wir uns eben zur Sicherheit. Nur ein so ein Typ. Ich weiß nicht, ob der mich schon bemerkt hat. Werden wir gleich sehen. Oh ja, der guckt mich sogar an. Ah! Okay. Nein, 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 nein. Kannst du mal knicken, Alter? Was? Nein! Was gibt's doch? Das kann doch nicht sein. Okay, noch einmal. Durchlaufen. Yippie. Hoffentlich nicht verlaufen. Weil der Steinhauer hat eine kurze Pause gemacht. Ich muss ja weiter schlagen. Wir wohnen hier in einer Steinmetzsiedlung. Wüsste, wo ich eben lang gegangen bin. Ne? Hm. Irgendwo hoch und dann runter. Ich glaube, ich bin hier hoch und hier runter. Ah! Nee, da nicht. Kann ich hier runter? Flabbelmanne? Flabbelmänner sich. So, ich wollte. Also ich möchte raus. Ich möchte weg. Nein. Wo ist der Ausgang? Wo ist euer Ausgang? Danke für den Blutedelstein. Wow, 34 Schaden. Oh, Entschuldigung. Ziehe ich an den vorbei? Na gut. Dann lauf, 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 lauf. Lauf, dicker Vogel, lauf. So, aber jetzt sind wir schon wieder da. Unfassbar. Ich glaube, ohne Let's Play hätte ich den Weg immer nie so schnell gefunden wie jetzt. Ich weiß auch nicht warum, aber ich. So, wir geben dem jetzt einfach Hammer. Hammer ins Gesicht. So, bam, one hit. So, und hier sehen wir ein Aufzug. Yippie. Ich überlege gerade, ich leveln. Ah, dann können wir das Gebiet noch ein bisschen. Es gibt noch zwei schöne Sachen in dem Gebiet. Ihr habt eben schon Grunzen gehört. Ob ich mich den noch annehmen kann. Dann können wir leveln und Blutedelsteine und Runen und alles sowas einsetzen. So, geradeaus sind die Schwabbelmänner. Hier müssten irgendwo die Schweinchen sein. Da gibt es natürlich noch Items. Da oben liegt zum Beispiel eins. Und hier muss ich echt aufpassen, weil ich nicht genau weiß, wo der Boss anfängt und wo der aufhört quasi. Dass ich da nicht aus Versehen reinrenne. Weil das könnte mir durchaus passieren. Aber dann kann ich immer noch rausgehen mit meinen Jägerzeichen. Ich glaube, hier sind auch wieder so diese Wasserleichen oder so. Was denn hier? Den Tag. Hallo? Wohnt hier jemand? Hier irgendjemand?
Würden Sie mal. Ah, da, okay, ja, dich interessiert sich, für dich interessiert sich niemand. Okay. So, da, Schweini. Wo ist Poldi? Ich weiß nicht, ob Schweini uns jetzt schon gesehen hat, aber ich glaube, Schweini passt hier nicht drunter durch. Schweini hat zugenommen, seit er nicht mehr Fußball spielt. Ach, der lebt noch. Das haben wir jetzt alle. Das haben wir getan für eine Blutviole, denn das ist der Loot, den wir alle haben wollen. Ne, das hier wollten wir nicht haben. Ne? Verrinnender See, genau. Oder verrinnende See. So, da steht ein Schwein. Ich versuche es von hinten zu nehmen. Es sieht so aus, als würde es klappen. Bam, Schwein! Das hat der Poldi nicht gegeben. So, aber ich meine, es gibt hier noch ein Schwein. Und hier war ich. Gab es hier nicht zwei? Ich bin verunsichert. Auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser. Da hinten müsste eigentlich noch eins sein. Da ist es. Weiß ich, kann man ein Schwein parieren? Vielleicht probieren wir es gleich mal aus. Bin mir unsicher. Nö. Schwein? Ah ja, du hast ganz schön Mundkugel. Nee, okay, so. Ah! Nein, ich bin tot. Schwein hat mich getötet. Okay. Okay. Bitte was? Naja, schon. Ich wollte einfach mal testen, ob man das parieren kann, das Schwein. Das ist ein Schwein. Ja. Ich wusste nicht, dass man Schweine per se nicht parieren kann. Als ich noch am Bauernhof gewohnt habe, da habe ich die Schweine links und rechts pariert. Entschuldigung. Ich wollte jetzt witzig sein. So. Jetzt müssen wir einen kleinen anderen Weg gehen. Weil wir den anderen Shortcut haben. Also wir gehen jetzt raus und dann jetzt nicht rechts, sondern links. Da ist natürlich diese eine Schlangenhains da im Weg. Da sind sogar zwei, ne? In der Mühle ist ja noch eine. Alter! Alter! Ey, das gibt's nicht! Jetzt hat er mich getötet! Ich hab so 15 Seelen verloren! Leute, das ist doch nicht wahr. Ja, toll, da brauche ich jetzt auch nicht mehr wissen. Danke. Ich sage euch jetzt, was ihr am besten so in einer Situation macht. Das. Tschüss.